So, ihr kennt die Spielregeln. Nur Crit-Items sind erlaubt und wir müssen gewinnen. Das sind die Spielregeln. Ich glaube, ich baue Ashbringer diesmal als erstes. Weil dann setze ich ja jedes Mal meine Fähigkeiten zurück. Passive. Damaging an enemy hero with an ability empowers Gideon's next basic attack for 4 seconds. Allowing him to attach a cosmic tether to his target. Minions are tethered spawning. Enemies are slowed by 20% and receive a 36 magical damage over 3 seconds. Aha. Aha. Also muss ich den Stein auf den Kopf werfen und wenn ich dann eine Auto-Attack auf ihn mache, dann tether ich die. Okay, ich bin so schlecht. Vielleicht pushe ich einfach mal die ganze Zeit rein. Ich bin ja Gideon. Dann habe ich Zeit zu rotieren. Dann nehme ich aber jetzt auf Level 2 gleich mein Jump. Falls ich gleich guck, da ist es schon. Aber die können ja mit dem Jump fliegen. 15 Sekunden. Okay, da wurde einer gehuckt. The Riddle tot. Warum können eigentlich die wieder im First Blood haben? First Blood. Ja, der Jungler wastet natürlich Time. Immer noch da. Das war, glaube ich, dumm. Oh, sie hat ihren Blick versaut. Der Jungler wasted time, das ist eigentlich ganz gut, weil unser Jungler kommt dann wahrscheinlich ein bisschen ahead. Weil die kriegt in der Zeit gar kein Farm und nix. Müssen wir mal gucken. Wer ist denn unser Jungler? Zarok, okay. So, jetzt hätte ich fast meinen Tee umgeschmissen. Das ist auch sehr gefährlich. Steht direkt neben dem Laptop. Schade. Jetzt hätte ich gehofft, dieses komische Band macht ein bisschen mehr Damage. Aber okay. Warum der jetzt nicht zurückgegangen ist, weiß ich auch nicht. Ach du Scheiße. Warte mal ab hier, Crit Gideon. Geht das durch Minions durch? Ich muss eigentlich weggehen. Why you rush? Nee. Physical Power. Ich nehme ein bisschen Physical Power mit. Aber das andere macht mehr. Ah, ich hätte den Bogen kaufen sollen. Das gibt der Attack Speed Plus. Ja. War dumm. Egal. Kriegen wir schon hin. So, wir pushen die ganze Zeit in den Tower rein. Hauptsache der Midlaner von denen.
keine Zeit. Es geht irgendwie nicht durch alle Minions durch, ich weiß auch nicht. Den Slain höre ich nicht so gerne. Warum macht er das immer? Ach, Scheiße. Schöner Stun. Ich glaube, danach baue ich den Sky Splitter. Oh, der ist Level 6. Oh. Okay, ich dachte, er würde ulten, weil er jetzt auch Level 6 war, aber okay, passt. So, jetzt hole ich den Bogen. Ja, mir geht gerade nicht. Tricky. Tricky, tricky, tricky. Aber Gideon macht Bock, also wenn man ihn jetzt nicht auf Crit spielen würde, der ist sehr wendig. Ein nicer Dude. Wir haben übrigens kein Ward am Raptor. Alter, war das krank. War das mal geil oder was? So, zum Glück mache ich jetzt schon. Habe ich jetzt schon Attack Speed und den ganzen Klumpatsch. Während mein Team dann nämlich fightet, kann ich hier schön Power Action machen. Boah, krass. Ich gejumpt bin, Junge. No risk, no fun. Der Howitzer wollte den anderen River Buff holen, aber den hatte ich auch schon. Your power grows. Der geht oben lang und der Howitzer sieht ihn nicht. Ja, ich versuche ihn zu baiten. Ach du Scheiße! The black hole is ready. Das hier ist auch ein gutes Item. Aber ich würde gerne das hier bauen. Wobei. Habe ich da nicht Wards gehabt? Ich weiß es nicht. Irgendwie dachte ich,
Ich hätte da irgendwie mehr Wards gehabt, aber keine Ahnung, wo die herkamen. Ich habe ja wieder eine Ult. Ach du Scheiße, kann jetzt aber gerade nicht von der Lane. Allied Tower under attack. Ich bin der Cridian. Jeder Hit ein Crit. Oh ja, was brauche ich jetzt? Jeder Hit ein Crit. What? Das war ja richtig wack. Warum stellt den Ward dahin? Egal, mach einfach Damage am Tower. Füll mal ein bisschen Mana auf. I give my best. Ich hab leider kein Mana mehr und gar nichts. Läuft ihm noch einer hinterher? Ich seh's nicht. Nee. Oh, meine Ulti habe ich voll gefailt. Ich wollte nach oben teleportieren, aber irgendwie ist er nicht teleportiert und ich bin auf dem Boden geblieben. Ich meine, ihr kennt mich, ne? Ich bin immer auf dem Boden geblieben, aber... Und da ging meine Ulti voll ins Leere. Ich habe nämlich direkt geteleportet und sofort gedingst, weil ich dachte, okay, damit der Rigdor mich nicht silenzen kann, bin ich ganz nach oben. Aber er hat natürlich einen Hook noch, aber ich dachte, das kriege ich, da kann ich voll rein ulten. Ja, wir haben einen Tower geholt, ist ja alles gut. Cridian, Alter! Jeder Hit ein Crit! So, mach mal den Raptor. An enemy tower is under attack. Midlane ist nicht da und wir sind ja hier. Enemy tower is destroyed. Der Dings rafft's nicht. Na, komm mal her. Kuckuck. Der Boy kann mich auch silenzen. Ich konnte keine Attacke machen. Und keine Attacke machen. Ah, geht nicht auf den Tank. Shit. Lol, wo ist der Stein denn hin? Lol, wo ist der Hook denn hin? Geht raus, da sind voll viele. Oh, wo ging der Stein denn hin? Warum geht denn der nicht raus? Oh, verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Zarok hat's voll richtig gemacht. Der wusste, okay, das gibt nichts, ich geh raus. An enemy has been executed. Jetzt ist sie noch an den Minions gestorben. Aber wir haben Fangtooth bekommen. Ernsthaft?
blöde Sau. Oh! Oh Mann, ey. So, was kann ich denn hier bauen? Mark your current location, gain 20% movement speed for 4 seconds. After 4 seconds, teleport back to the marked location and reset your basic ability cooldowns. Basic ability cooldowns. Also keine Ult. Dann baue ich Stasis. Ich baue Stasis. So. Kann ich was kaufen? Ne. On my way. Jo, Bratan, hast du einen Farbfilter über das Game gelegt? Nee. Was denn für ein Farbfilter? Du hast den Farbfilter vergessen. Mein Michael Zarok tot. Enemy killing spree. Die sind nix gut. Sieht so aus, als wäre die Sättigung auf 100.000%. Bei mir sieht es ganz normal aus. Da kommt noch ein Howitzer. Ma! Stack vom Howitzer. Enemy Tower under attack. Ach so. Na, so geht's. Der Raptor spawnt gleich wieder. Dings muss ich ready machen. Push mal hier schnell durch. Kriegen die es da hinten hin? Ja. Kriegen die easy hin. Macht euch mal für Fang bereit. Ich habe ja jetzt auch mein. Ach du Scheiße. Daneben, du Lurch. Fangtooth? Einer ist noch tot und ein. Howitzer ist raus. Guck mal, der hat gar keinen Bock mehr. Gegen den Critian hat keiner Lust zu verlieren. Ey, ich brauch Mana. Was ist denn mit dir? Da geht man lieber raus. Sonst gibt's aufs Maul vom Critian. Warum muss ich das tanken? Ich hab kein Lifesteal. Lass mal den Boy das tanken. Ach du Scheiße, da kommt einfach so ein Gorilla angesprungen. Okay, ich geh einmal weg. Okay, jetzt haben wir noch eine Viper. Dann reduzieren wir deren physischen Schaden. Nach einem Stack. Was macht noch Sinn? Ich habe eigentlich Bock auf Lifesteal. Was macht denn am meisten Lifesteal? Lifesteal. 8? 5? 15? Allied Tower. Under attack. Ich baue das hier. Ups. Geht das weg? Nochmal. So geht es mal die falsche Taste, wenn ich das wegmachen will. Scheiß Overprime. Okay, los geht's. Okay, ich glaube, das dürfte doch jetzt ein easy win sein, nachdem der Garage quittet ist. Ist der noch da oben? Ich habe keine Wards. Wo kann ich hier mal hinrotieren? Nirgends. Ja, jetzt geht der Gideon in die Mitte, weil der Howitzer weg ist. Der Richter geht in die Mitte, weil der Howitzer weg ist. Ach du Scheiße, voll daneben.
Man kann kein Stase drücken, wenn man gehittet wird. Das ist so nervig. Also früher konnte man Countess, oder bei anderen Spielen kannst du Countess-Attacke noch irgendwie denyen, aber das geht hier halt nicht. Sehr schade. Du hast den Party vergessen. Oh lol. Komm, die kriegt ihr noch. Egal, scheiß auf Blink, die kriegt ihr noch. Kann ich was kaufen, ne? Das ist so ein easy win, die surrendern gleich, pass auf. Ich hab die meisten Kills aus dem Team mit einem Critian. Pew! Boah, ich muss gleich den blauen Splitter bauen. Dass ich ein bisschen besser pushen kann. Ich baue gleich den blauen Splitter als nächstes. Ah, der Countess. Ach du Scheiße. Das Dumme war, kann ich nicht. Dasselbe Item, ja. Das Dumme war gerade, ich dachte, ich könnte ulten, während ich quasi hochgeschleudert wurde vom Severok und habe in der Luft Ult die ganze Zeit gedrückt und habe dann geultet, als ich wieder gelandet bin. Das war ein bisschen bescheuert. Ich dachte so, ja, okay, ich bin jetzt eh über den, ich ulte jetzt einfach. Jetzt habe ich 4-5. Alter, der Critian nimmt ganz schön ab. Hey, ich sehe den gar nicht. Der macht dem ja gar keinen Schaden. Jetzt ultet die den. Der ist full life, full mana und der ultet den mit Bellica. Warum? Sehr schön, Grux. Einer macht Damage. Komm, wir können uns den dritten Raptor gönnen. Ich habe leider kein... Oh, guck mal hier. Ich habe leider keinen Lifesteal, sonst würde ich den alleine packen. Ich fange aber schon mal an. 6 Sekunden. Oder auch mal hier noch. Okay, jetzt. Der Kampfmagier. Ah, da ist der Gorilla wieder. Oh, 200er Crits, das ist doch cool. Schauen wir mal, was dann noch so bald geht. Auch noch ein bisschen was. Wie viele Sekunden? 7 Sekunden, die warte ich gerade. Severok, 2, 1. Mann. Du hast den Film vergessen. Ach du Scheiße. Mein Gideon. Hey, du Lappen. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Ich bin tot! Nein! Ich muss doch Lifesteal bauen jetzt.
wie der Stein durch sie durchgeflogen ist. Alter, das sah ja so witzig aus. Kennt ihr dieses eine Video, wo so ein Typ, so ein Nachrichtensprecher, in so einem Hurricane steht? Und dann kommt so ein Stoppschild und knallt ihn so weg. Genauso sah das aus. LOL, er kriegt gar nicht genug. Oh, jetzt kriegt er natürlich ordentlich Damage. Wieder Face. Oh, Bellica geht noch mit. Oh, jetzt kriegt es. Jetzt tankt er aber nicht mehr so viel von Ult. Sehr gut. Vielleicht kriegt er den Ineffekt. Ja. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig. Ich habe einfach so gecarried, dass der Howitzer das Game verlassen musste. Und deshalb gewinnen wir jetzt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Weil Gideon spielt man auf Crit. Komm, ich gehe dem Zarok jetzt da hinterher und dann moschen wir die tot. Hauen um, hauen um. Jawohl. 2 Sekunden noch. Alter. Ja, easy. Was soll denn da passieren, Mensch? Alter, muss der sich ärgern gerade. Denken sich jetzt, guck mal, was der Gideon baut. Guck mal. Warum soll ich Carry spielen, wenn ich Gideon spielen kann? Ja komm, ich mach mal den Inne weg. Habt ihr gesehen, wie ich den Drongo weggeputzt hab? Und der Countess? Was haben wir denn hier? Lol. Alter, herrliche Runde. Ich geschoppen, aber das war's. GG, würde ich sagen. Alter. Gideon, Alter. Gideon. Komplett auf Crit, guckt's euch an. 7 Kills. Ah, nur Zarok hat mehr gemacht. Aber Carry mit 1-4 ganz gut reingeschissen. Das war wild.